Mit meiner Uzi. So viel dazu. Heute Nacht um 2. Das passt ja perfekt. Es ist ja nicht mehr lang dorthin. Bis dahin können wir hoffentlich bei den Hühnchen da noch rein. Wenn ich es schaffe, bis um 6. Renn. Gut, jetzt muss ich nur gucken, dass der nicht um 6 direkt dicht macht. Red sofort, oder? Musst du nicht mit der einen reden oder so? Ne, mit dem hier. Komm, Bruder. Mach du. Mein Großvater hat's mir gesagt. Der Mond, der fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Wo sind eigentlich meine Pupillen? Ich finde sie nicht. Und ich finde es auch schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnchen werden. So. Sehr geil. Das reicht mir schon. Das reicht? Das reicht mir schon. Wieso? Wenn mir das reicht. Okay. Wie macht man das denn nochmal? Man braucht doch da diese Maske, oder? Mhm. Oder kriegt man die da? So in der Art. Pass auf, ich zeig dir das, okay? Ja, pass du auf. Was machst du jetzt? Wegfliegen. Warum? Weil das erst um 2 beginnt und ich möchte gerne die Zeit ein bisschen nutzen und nicht sinnlos in der Ecke rum. Hast du da auch einen Punkt, wo du dich hin teleportieren kannst? Ja, ein bisschen davor, vor der Ranch. Dass es zu knapp wird. Ich habe einen Goron, ja. So. Was haben wir denn jetzt? Genau, das wollte ich haben. Jetzt kann man nämlich... Nein, dann wollte ich jetzt nicht... Ich hoffe, die hängt jetzt noch an dem Schalter rum. Sieht gut aus. Ja, sehr gut. Gasthof zum Eintopf und zwar... Oh ja, jetzt ein Eintopf, oder? Nein, Alter, Spaß. Ich bin fertig. Wir haben gerade erst gegessen. Oh, die Augen, Alter. Willkommen im Gasthof zum Eintopf. Möchten Sie ein Zimmer? Wie bitte? Sie bleiben heute Nacht? Es tut mir sehr leid, aber heute ist kein Zimmer mehr frei. Wir sind völlig ausgebucht. Vor dem Karneval ist es sehr schwer, ein Zimmer zu finden. Es tut mir wirklich leid. Ich empfehle Ihnen, das nächste Mal rechtzeitig zu reservieren. Bitte besuchen Sie den Gasthof zum Eintopf bald wieder. Anju, die Bitch des Gasthofes, hat mit dir geredet. Genau. Um auch mal ein bisschen hier dann... Ein paar Bitches reinzubringen. Richtig, genau, ein bisschen... So, jetzt kommt die stylische Musik. Oh, nee, die meine ich nicht. Residenz des Bürgermeisters. Die hier meine ich. Ah, da kriegst du doch auch was. Eine Maske, ne? Ja. Kriegst du einfach so geschenkt. Mehr oder weniger. Ich weiß doch, da habe ich mich voll gefreut. Weil ich einfach mal so eine Maske bekommen habe, ohne großartige Sachen. Oh, du bist gerade auf Exkursion? Oder bist du nur ein Detektiv, den ich angeworben habe? Ja. Ich sehe schon, du bist ein richtiger Profi. Die Merkmale der Person, die du finden sollst, ja, ich kenne sie. Bei dieser Person handelt es sich um meinen Sohn Kafei. Du kennst ihn doch, oder? Du kennst ihn nicht? Wirklich? Er ist vor einem Monat verschwunden. Es ist schrecklich. Ich bin so sehr in Sorge. Ich kann vor lauter Sorge kaum noch etwas essen und habe schon 5 Kilo abgenommen. Du hast nicht zufällig eine Kleinigkeit dabei? Würdest du wohl nach ihm suchen?
Das lobe ich mir. Du bist ein wahrer Experte. Ich zähle auf dich. Und wir haben Carfays Maske erhalten. Trage diese Maske, um nach dem vermissten Carfay zu suchen. Und jetzt können wir zum nächsten Raum gehen. Zu diesem Raum. Die Musik ist geil. Du? Kennst du das? Mhm. Oh, ja, klar. Mega fett, Alter. Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Ah, ihr Feiglinge! Glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf diese Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt in diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister! Muto, ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsblock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job war es, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieh nicht die Soldaten und die Kaufleute in diese Katastrophe mit hinein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht davon abhalten, Vincent. Wir Ratsmitglieder werden an der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen. Nicht wahr, Bürgermeister Tutor? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. So, wir haben den Bürgermeister Dutor. Die arme Frau, der arme Bürgermeister. Übel. Die sind also heftig am Diskutieren. Ziehen sie sogar seine Frau noch mit da rein, ey. Und was ist mit ihr? Oh, die war zu lange im Solarium, glaube ich. Willkommen, womit kann ich dienen? Der Raum hier links gehört dem Bürgermeister. Ich glaube, die haben gerade eine Besprechung, glaube ich. Der Raum auf der rechten Seite, der Salon, dient gleichzeitig der Madame, als Madame Aromas Büro. Geh bloß nicht hinein, wenn du keinen Termin hast. Madame wird dir sonst den Kopf abreißen. Yo. Yo. So, harte Diskussion hier zwischen den ganzen Leuten in der Stadt. Heftig, heftig. Die nicht so ganz glauben wollen, was jetzt hier über ihren Köpfen schwebt und was passiert. Tja, was passiert, ist eine gute Frage. Wird er runterkommen, wird er nicht runterkommen? Wir wissen es ja. Die Leute wissen es leider nicht. Sonst wären sie wahrscheinlich schon lange aus der Stadt raus. Ne? Noch nicht. Noch nicht, richtig. Also in ungefähr 2 Tagen wissen sie mehr, wenn der Felsbrocken mal richtig nah ist. Ja. So, perfekt. Bei der Gelegenheit gebe ich mal ganz kurz das ganze Geld ab. Money, money, money. With my money. Wieder einzahlen natürlich. Nun, wunderbar. Nun, wie viel? So. Das sind jetzt eher so Nebenquests, was ich gerade alles anfange. Die Hauptquest von uns beginnt ja erst weiterhin um 2 Uhr, ne? Mhm. Ja, so. Bei der Romani Ranch. Bei der Romani Ranch, tatsächlich. Und ich merke schon, ich werde hibbelig von dem Energy. Ja. Boah, jetzt geht's los. Ich wackel schon die ganze Zeit, back. Die ganze Zeit mit den Beinen wackel ich schon so. Beginnt der aus. Freaks MC ist auf dem Server, ihr Helden. Legenden wie Zelda. Mit epischen Schwertern des Lichts wirst du gefickt, weil es nur einen Enten-Let's-Player gibt.
haten Bitches wie verrückt und kommen nicht klar. Und kommen nicht klar, denn ich bin Entensturmsoldat, na, ja. Schließmuskelreis. Schließmuskelreis. Mit Kokain und Trips mit der Maus nach oben zum Entenführer abgespritzt. So war's, glaub. Genau. Ja. So in der Art. Ja, der Oberhammer. Ja, richtig. Der gute Mensch, der nicht genannt werden will, der dies erfunden hat, ja, hat mir das so ein Stück weit verboten. Ich musste sogar ein Video löschen, kann man ja mal sagen. Ich musste tatsächlich ein Video von meinem Kanal runternehmen, weil sein Name drin vorkam. Ich bin aber ehrlich gesagt zu faul, um seinen Namen zu ändern. Deswegen lasse ich es jetzt auch unten. Ja, es wird kein Weltuntergang sein. Nö, nö. Macht mir nichts mehr aus. Das haben eh schon relativ viele gesehen und deswegen ist mir das jetzt wurscht, ob das noch die andere Hälfte auch noch sieht oder nicht. Ja. So. Um zwei, ne? Mhm. Ach, da gibt's doch diese Nudeln von dieser Marke. Wie heißt denn diese Marke nochmal? Die Nudelmarke? Ja. Ach so, wie heißt die denn? Ich weiß nicht, irgendwas mit B. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Berthol? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie war es so in der Art, glaub. Ja. Berthol, glaub. Ja. Es gibt aber auch noch andere leckere Nudelmarken, wie Berthol. Also gibt es auch noch andere. Vielleicht wisst ihr es ja, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wie die Nudelmarke heißt. Oh, Mann. Ja, was machst du denn da gerade? Ich waste gerade ein bisschen Time. Ja, das ist aber blöd, dann sammel doch wenigstens ein paar Rubine. Nein, das hat alles seinen Sinn, was ich hier mache. Nein, hat's nicht. Doch, also, hat wenn schon. Du dumm im Kreis rumgrohnst. Ja, dann sammel ich halt ein bisschen Rubine. Hat das keinen Sinn, nein? Ja, dann halt nicht. So. Guck, könnte ich schon wieder zur Bank rennen. Wenn's so einfach wäre. Aus Geld der Stadt rausrennen und einfach mal kurz zwei, drei Büsche kaputt schlagen und 29 Euro zu haben. Ja. Wäre schon legendär. Ja, schon gut, ja. Würde ich ein Stück weit feiern. Die Sache ist, dass aber auch im Real Life keine komischen Blobs dich dann anspringen. Oder? Wer weiß, wenn man draußen so viel Geld finden würde, was draußen alles wäre. Mhm. Doch mal rein, vielleicht ist da irgendwas. Ja, ein Loch. Ja, aber da wird ja wohl irgendwas drin sein. Da wird ja wohl nicht umsonst ein extra ein Stein drüber sein. Game oder? Over. Ja, tot. Richtig. Nein, es sind drei andere Steine mit drin. Was machen die denn nochmal? Die sagen die Zeit an. Aber es bringt ja nichts. Ah, da kannst du doch eine Bombe dran werfen und dann fliegen die so hoch, oder? Ja, aber hier nicht. Nicht? Nee. Hm. Das war, glaube ich, nur bei Ocarina of Time so. Okay. Oh, diese HD-Blätter sind wieder da. HD-Pflanzen. Alles in HD. Alles in HD. Alles in HD. HD! HD! Klingt fast so wie AD. Weißt du, was AD ist? Ja, tschüss. Genau. Ich kann es nicht mit ansehen, wenn du ständig dieses Ding anfängst, aber dann abbrichst. Dann wenn ich keine Energie verballern will. Egal, flieg so rum, das sieht cool aus. Fliegen? Oder roll. Okay, ich roll so rum. Roll so rum, roffel rum. Ups. Ich glaube, du solltest dich jetzt aber langsamer zur Romani Ranch machen. Mhm, langsam. Was heißt jetzt? Langsam heißt es. Nein, es heißt jetzt. Bei mir heißt das sofort. Echt? Ja, Ocarina raus und schwingen. Schwing dein Ding, los. Ja, ist ja okay. Immer dieser Freak so, ne? Immer diese Helden. Ihr Helden. Legenden wie Zelda. Richtig. Und Berthold. Wenn mir so einer entgegenlaufen würde, Alter. Kommt eh wieder dir entgegengelatscht, oder? Oh, der ist auch weg. Gut, du hast ihn getötet. Geht doch nicht mit Pfeilen, ich hab mich doch geirrt, ich wollte es einfach ausprobieren. Okay. Und tschüss. Ah, die arme Oma, ne? Ja, ist echt kacke jetzt. Muss jetzt zusehen, wie ihre Bomben explodieren und gleich noch ein Typ mit. Ja. Auch nicht so schöner Anblick ist wahrscheinlich. Halt echt so.
So. Krass wäre gewesen, wenn da so Blut gespritzt wäre und dann so die Knochen oder alles. So der Arm weggeflogen wäre. Ja. Oh ja, da ist jemand am Abdancen. Mhm. Lied des Erwachens. Mhm. Aha. Kriegst du von denen jetzt eine Maske? Ach, mhm. Befreiung. Oh yeah, den Groove Mark Air. Was? Den Groove Mark Air? Ja, ja. Welches Schau, wie abdanced. Oh. Lass mich meinen Tanz sich über das Antlitz der Welt verbreiten. Lehre ihn meinen künftigen Jüngern. Übersetzung. Ich hab dir beigebracht, also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Camaros Maske. Cool. Oh, ich zähle auf dich. Und er ist verbrannt. Genau, und wir haben aber trotzdem den Camaro kennengelernt. Ja. Und die Maske. Und die Maske. Wer weiß, für was wir die noch brauchen. Milchstraße.